Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Heute ist Traslers Sea Day. Viele freuen sich auf den Sea Day. Sea Days sind natürlich geil. Und ich habe für euch wieder alle Infos. Wann beginnt's? 16 Uhr, lokale Zeit. 3 Stunden bis 19 Uhr. Und letztes Mal habe ich es vergessen zu erwähnen. Es gibt danach noch eine Stunde extra, in der man noch entwickeln kann. Könnt ihr natürlich auch davor. Das heißt, ihr habt 4 Stunden Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr zum Entwickeln für die exklusive Attacke. Was ist die exklusive Attacke? Synchro-Lärm. Der Move kommt raus. Und es gab keine Infos zu dem Move. Jeder hat sich gewundert, hey, ist der Move gut, ist der schlecht? Ich habe mir jetzt eine Menge Videos angeschaut für euch, wo Leute 17, 20 Minuten allein über diesen Move reden. Und ganz kurz zusammengefasst, der Move ist gut. Verbessert auf jeden Fall Godewar, aber ist jetzt nichts Besonderes. Godewar ist ja Fee und Psycho und der beste Feenangreifer. Manchmal wird auch Togekiss als bester Feenangreifer genannt. Und Psycho halt irgendwo in der Mitte. Mit dem Move. Der ist besser als Psychokinese. Mewtwo ist immer noch besser. Simsala, Psyana und einer vom Seentrio. Selbes gilt natürlich für Galagladi. Der ist Psychokampf. Als Psychoangreifer sind sie halt mittelmäßig. Dementsprechend ist der Move halt kein Muss. Macht es zwar besser als Psychoangreifer, aber will man das? Klar gibt es jetzt natürlich den Sammelfaktor. Legacy-Moves kriegt man irgendwann nicht mehr wieder. Das alles kann man natürlich bedenken. Aber zum Angreifen, jetzt als reiner Nutzen, nicht unbedingt. PvP vielleicht irgendwas anderes, aber. Da müsst ihr irgendein PvP-YouTuber anschauen. Sammelaspekt gerade erwähnen. Ich würde euch gerade immer ein paar extra zu entwickeln, damit sie halt die spezielle Seeday-Attacke haben. Weil irgendwann, irgendwo, vielleicht irgendjemand in der Zukunft will das haben. Und man sollte während des Seedays so viele Bonbons bekommen, einfach die ganzen Shiny und WP-Hohe entwickeln. Und dann, falls irgendjemand mal Glückstausch machen will, dann kriegt er garantiert ein gutes. Wenn ihr ein WP-Hohes entwickelt habt, dann kriegt der andere ein gutes mit sehr hohem WP bereits. Ansonsten halt die Shinies, Shiny Lucky. Das wollen eigentlich immer viele Leute haben. Und da Traster zwei Entwicklungen hat, eine Zweigentwicklung, braucht ihr diesmal mehr Shiny. Normalerweise brauche ich immer einen, diesmal zwei. Keine Ahnung, was ihr sammelt, aber diesmal reicht einer leider nicht aus. Und, also alle männlichen und weiblichen kann man zu Godewar entwickeln. Aber nur die männlichen Trassler, also nur männlichen Kirlia, kann man mit dem Sinnerstein zu Galagladi entwickeln. Und abgesehen davon, 16 bis 19 Uhr, haut's rein, farmen. Der Bonus ist ein Viertel Distanz für Eierbrüten, aber demnächst kommt ein Staubbonus. Da sollte man anfangen zu brüten, also Verbrauchssorgebrüter nicht jetzt. Wie gesagt, man hat eine Stunde extra. In der Zeit solltet ihr so viel wie möglich tauschen, damit es lucky wird und dann habt ihr gute Pokémon zum Entwickeln. Und eine Neuigkeit, es kommen Trassler aus Eiern und in den Raids in der Zeit. Als hätte man nicht schon genug Trassler jetzt beim Fangen. Finde ich relativ unnötig. Ich meine, wenn ich einen Raid mache, in der Zeit, dann ist es wahrscheinlich ein Rayquaza-Raid und nicht mal dafür habe ich wahrscheinlich Zeit. Und brüten, ja, wie gesagt, ich werde nicht eine Menge brüten, aber wenn, dann will ich irgendwelche Shiny Alolas brüten oder sowas und keine Trassler. Und dann wurde vor ein paar Tagen ja auch was angekündigt, ein neues Krypto-Event oder neue Krypto-Pokémon sind gekommen. Und der letzte Satz am Ende, durch seine Forschung hat der Professor herausgefunden, dass die Krypto-Pokémon am Seeday keine exklusiven Attacken lernen können, wahrscheinlich aufgrund ihres unnatürlichen Zustands. Daher solltest du alle am Seeday gefangenen Krypto-Pokémon erlösen, bevor du sie entwickelst. Damit du die exklusiven Attacken des Events nicht verpasst. Nichts wie raus und Pokémon retten. Was auch sehr interessant sein wird, die Rocket Stops. Das ist der erste Seeday mit den Rocket Stops. Viele haben schon befürchtet, dass sie halt stören werden und Zeit kosten werden, weil kämpfen oder allein auch das Fliehen, rausgehen aus dem Kampf, das dauert ja seine Zeit und wenn man da Stops dreht und dann muss man die halt zum Beispiel ignorieren, weil dann Team Rocket da ist. Das wird auch interessant, wie sich das auf den Seeday auswirken wird. Ob man da dann weniger dreht, ob man die ignoriert, ob man die macht, keine Ahnung. Wir werden sehen, aber das war's von mir, Leute. Euch viel Glück, viel Erfolg beim Seeday. Gönnt euch ein paar Shiny 100er Lucky Trassler. Das war's von mir, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.